Hallo, was machen Sachen? Ja, ich habe heute ein schwieriges Thema dabei und ich wurde ein bisschen inspiriert durch dieses Video zu machen durch einen Teil von Thomas. Ursprünglich wollte ich ein Video zu ihm machen, was für einen gequirlten Käse der Mann so von sich gibt, aber das haben zu genügend andere YouTuber schon gemacht. Ich kann da nur das Video von Stay empfehlen, wo er einfach mal die Quellen durchgeht und aufzeigt, dass Thomas keinerlei Ahnung hat, wie man recherchiert. Keine Ahnung hat, was vernünftige Quellen sind oder generell, wie man mit Quellen arbeitet. Er liest ja eh nur die Überschriften und schreibt bei halt ja, einer bestimmten Seite alles ab, was so andere Leute schreiben, die sich selbst in den Quellen verlinken und als Quelle angeben. Kompletter Wahnsinn, also ich kann das Video nur empfehlen. So. Aber das Thema Gewalt wurde jetzt nun aufgetan und es ist generell eine Sache, die in YouTube Deutschland ja die Runde macht. Sei es jetzt durch einen Teilschuld Thomas Mimimi-Video oder sei es durch die verschiedenen Skandale, die hier momentan die Runde machen, von zum Beispiel einer Annie de Duck. Ich dachte, wir machen das jetzt mal ein bisschen konstruktiver und ein bisschen vielleicht helfender. Ich zeige euch mal auf, welche Seiten ihr besuchen könnt, wenn ihr tatsächlich ein Opfer von Gewalt seid. Wohin könnt ihr euch dann wenden, wenn ihr denn Gewalt erlebt? Es gibt da viele, viele Seiten. Ich habe jetzt mal ein paar größere oder Hauptseiten rausgesucht, die man nutzen kann. Es gibt natürlich viele auch kleinere Vereine. Werde ich jetzt nicht alle durchgehen, sonst wird das Video irgendwie 3 Stunden oder so lang. Eins vorher will ich noch sagen: In Deutschland hat jedes Bundesland auch noch eine eigene Anlaufstelle. Jedes Bundesland hat eine Hilfeseite, nenne ich sie jetzt mal. Ihr könnt das einfach suchen, indem ihr einfach euer Bundesland um Hilfe eingibt. Sobald ihr das in Google eintippt, kriegt ihr eigentlich schon die Startseite von halt eurem Bundesland. Mit verschiedenen Hilfeangeboten von Gewalt bis zur Beratung von Arbeitslosigkeit und Probleme mit der Rente oder Pflege oder hast du nicht gesehen, alles mögliche Soziale ist abgedeckt. Ich schaue jetzt einfach mal die größten Vereine in Deutschland an und zeige euch einfach mal ein paar Sachen, wo ihr euch hinmelden könnt, wenn ihr euch zum Beispiel nicht direkt an die Polizei traut, ihr vielleicht schon bei der Polizei wart und ihr nicht viel machen könnt, weil ihr keine Beweise habt. Oder weil sonstige Probleme sind, man will auch vielleicht nicht immer direkt zur Polizei gehen, weil man dann halt auch andere Probleme befürchtet. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen erstmal alles durch. Ich habe erst ein paar Seiten für generell, für allgemein und Family, also Familie, so. Dann habe ich einmal ein paar Seiten für Hauptpunkt Frau, ein paar Seiten für Hauptpunkt Mann. Und für die LGBTQ-Leute habe ich auch eine gute Quelle für euch gefunden, die ich euch zeigen werde. Und wir gehen das einfach mal gemeinsam Schritt für Schritt durch. Es gibt natürlich auch querbeet, also es ist jetzt nicht jede Seite, die für Frauen ist, ist auch für Frauen. Auch viele Seiten, gerade die Seiten, die für Frauen sind, sind auch im Zweitbereich auch für Männer und diverse tätig. Die sind halt diejenigen, die als erstes da waren, weil es war so das überwiegende Problem war erstmal Gewalt gegen Frauen. Dementsprechend gab es da die ersten Vereine, die ersten größten Vereine. Sind dann halt tatsächlich erstmal Frauenschutzorganisationen gewesen, die dann halt sich ausgebreitet haben auf LGBTQ und auf Männer. Das heißt also, es gibt so ein bisschen Crisscross hin und her. Und ich werde auch zu jeder Seite nochmal erwähnen, dass auch verschiedene andere Themenbereiche abgedeckt werden. So. So kurz zum Aufbau von diesem Video. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit den allgemeinen Seiten, wo man hingehen kann, wenn man dann Opfer von Gewalt geworden ist. Fangen wir einfach mal mit der Telefonseelsorge an. Die guten habe ich auch gerade in den Blogs unter jedem Video verlinkt. Hier ist die Telefonnummer. Ihr könnt euch jedes Mal melden, wenn ihr einfach Probleme habt. Jegliche Art von Problem, die ihr habt, könnt ihr euch hier dran wenden, wenn ihr Sorgen habt. Sei es, ihr habt Sorgen wegen Schularbeiten, seid ihr Sorgen, ihr habt Probleme mit Mobbing oder ihr habt auch Probleme in der Familie oder irgendwas, was euch nicht gut tut. Könnt ihr mit den Leuten hier besprechen? Hier haben wir die Telefonnummer, könnt ihr telefonisch, auch via Chat, via E-Mail. Es gibt halt vor Ort auch ein paar Optionen, die könnt ihr euch rausholen. Ich persönlich nutze gerne den Chat. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Manche wollen einfach telefonieren und wollen jemanden hören. Man macht hier meistens einen Termin dann aus für die Beratung und kann dann alles seinen Ballast von Herzen lassen. Als nächstes Seiten hätten wir hier die BAFZA, das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Wenn man generell so ein Problem hat mit der Family, sei es halt Gewalt gegen Frauen, hier gibt es ein Pflegetelefon, es gibt hier allerlei möglichen Heilbehandlungen, alles Mögliche, was man da anklicken kann. Jede Menge Hilfen gibt es. Man hat auch hier unten einmal die Gewalt gegen Frauenseite, die werden wir uns im separat nochmal anschauen. Hier gibt es auch ein Hilfetelefon bei Schwangerschaft in Not. Hier kann man sich auch hinwenden. Es gibt hier Kontaktdaten.
die man anschreiben kann. Und das Regenbogenportal für alle LGBTQ-Leute ist hier auch verlinkt. Das werde ich dann auch nochmal separat zeigen. Man kann sich hier zum Beispiel was aussuchen, gehe mir jetzt einfach mal ins Pflegetelefon und dann gibt man halt die passende Weiterleitung zur Stelle. Hier wäre es jetzt das Pflegetelefon mit der passenden Nummer. Das gilt dann halt für alles andere auch. Hier kann man schön sich für sein Problem die richtige Sache raussuchen. Hier haben wir das bei Gewalt gegen Frauen, das ist auch das Gewalt gegen Frauentelefon, das Hilfetelefon. Sucht hier bei Wegweiser bei Demenz, den haben wir hier auch verlinkt. Also hier sind jede Menge Verlinkungen für euch vorhanden, woran ihr euch wenden könnt, wenn ihr noch nicht so eine Ahnung habt, wohin ihr euch melden müsst oder wohin es geht. So, die nächsten beiden Seiten packe ich mal nebeneinander, die sind sich ziemlich ähnlich. Wir haben einmal die Caritas für unsere katholischen Kirchenanhänger und einmal die Diakonie für die evangelischen Kirchenanhänger. Also wenn ihr eh einen Drang zur Kirche habt, habt ihr hier auch euren Anspruchspartner, habt ihr einmal Hilfe und Beratungssuche über die Diakonie. Und auch die Caritas hat hier einen Kontakt. Man kann auch hier wieder nach verschiedenen Themen suchen, die einem gerade belasten. Also für alle, die da einen Kontakt zur Kirche gerne bevorzugen, könnt euch auch direkt an die Caritas und an die Diakonie wenden. Ist jetzt nicht für jeden eine Anlaufstelle, weil Kirche ist halt entweder, man mag es oder mag es nicht. Aber ich wollte es nochmal erwähnen für Leute, die halt wirklich einen Zusammenhang mit der Kirche haben, denen das wichtig ist. Gibt natürlich auch für euch eine Anlaufstelle, die ihr nutzen könnt. Und dann haben wir Deutschlands größten Opferschutzverein, den Weißen Ring. Der ist auch nicht spezifisch für alle Sachen, was Opferschutz angeht. Wir haben auch hier ein Opfertelefon, es gibt eine Online-Beratung, es gibt Hilfe vor Ort. Für alle Sachen, wo ihr Opfer von einer Sache seid, sei es jetzt halt Gewalt oder Betrug, ihr könnt euch hier an den Weißen Ring wenden. Die haben auch Schutzräume oder bieten Möglichkeiten für den Schutz an, haben aber auch ganz viel Beratungsstelle und auch helfen sie, wenn es jetzt gerichtlich vonstatten geht, dass man halt sein Recht bekommt. Da kann man sich dann an den Weißen Ring melden. Wie gesagt, Deutschlands größter Verein. Teilweise kriegen sie auch Wurzeln in anderen Ländern international, aber das ist so der größte Opferschutzverein, den wir hier in Deutschland haben. Wenn ihr irgendwie ein Opfer von jeglicher Art seid, könnt ihr euch hier melden und halt euch auf jeden Fall eine Beratung holen. Können wir hier die Online- oder die Telefonberatung und die leiten euch dann weiter und helfen euch auch mit vielen Sachen. Wenn es darum geht, mit der Polizei zum Beispiel zusammenarbeiten, wie speichere ich mir Beweise, wie kriege ich Beweise, wie speichere ich die ab, wie speichere ich die so ab oder nehme sie so auf, dass sie auch vor Gericht tragen können. Weil es ist immer noch ein großer Punkt, dass man viele Beweise nicht unbedingt nutzen kann, wenn man sie auf einer bestimmten Weise bekommt. Die können euch da helfen, kann ich nur empfehlen, wenn egal was ist, der Weiße Ring ist für alle da und hilft allen Opfern von jeglicher Art von Straftat. So. Mit der Nummer gegen Kummer kommen wir jetzt wieder in den Familienbereich. Also wenn ihr Probleme mit eurem Kind habt, ihr habt Fragen zur Erziehung oder kommt nicht so ganz klar mit der Situation, ihr seid vielleicht überfordert oder ihr seid vielleicht ein Kind und habt Probleme mit euren Eltern, weil sie euch nicht verstehen oder zu harte Strafen oder ihr braucht einfach mal irgendeinen, der euch ein bisschen unterstützt, weil ihr verschiedene Probleme habt. Gerade Pubertät ist ja immer so ein schönes, schwieriges Alter, wo man halt sowohl als Elternteil als auch als Kind immer nicht so geil ist mit der Verbindung mit den Eltern. Das gibt es auch hier einfach die Nummer gegen Kummer, die man anrufen kann. Da hat man auch hier Kinder- und Jugendtelefon, an das kann man sich dann melden. Eine Online-Beratung gibt es, hier gibt es das extra Elterntelefon, wenn Eltern zum Beispiel Hilfe brauchen, weil sie sind überfordert. Oder man hat halt ein Kind, das sich ein bisschen anders verhält oder das Kind wird gemobbt oder es gibt irgendein Problem. Auch hier und auch extra hier nochmal eine Hilfslinie für alle, die jetzt tatsächlich aus der Ukraine geflüchtet haben. Dann auch natürlich das Hilfetelefon für alle ukrainischen. Die haben dann auch natürlich Dolmetscher vorhanden, damit da besser geholfen wird. Gerade bei solchen Sachen ist es immer ganz schön, wenn man halt wirklich jemanden mit der gleichen Sprache sich austauschen kann, gerade was Emotionen angeht. Lässt sich doch leichter in der Landessprache sprechen oder übermitteln, wie man halt mit einer Fremdsprache tut. Und ein richtig böses Thema will ich hier auch nochmal kurz ansprechen. Das Hilfeportal für sexuellen Missbrauch, das sich halt an alle Kinder und Jugendliche wendet, aber auch an Angehörige, Eltern, Großeltern, Nachbarn. Wenn hier irgendwas fishy sein sollte und ihr habt das im Verdacht, ihr könnt euch hier auch hinwenden.
Auch hier bekommt ihr Telefone mit Beratung und eine Anlaufstelle. Das ist ein fieses Thema, ist ein richtig fieses Thema, aber ich wollte es einfach nur mal kurz angesprochen haben. Auch hier gibt es spezielle trainierte Leute, die da helfen können. Zum einen, wie kann ich denn das feststellen? Das Kind, zum Beispiel, man ist Nachbar und irgendwie verhält sich das Nachbarskind seltsam. Wenn man irgendwie nur einen Hauch von Ahnung hat oder einen Hauch von Verdacht hat, könnt ihr auch hier einfach das abklären lassen. Und die helfen dann auch, ein bisschen was in die Wege zu leiten, um einfach zu kontrollieren, geht es denn dem Kind gut? Ist da was passiert oder nicht? Dann ist auch wieder die Devise hier, lieber einmal zu viel gerufen und es ist nichts passiert, als einmal nicht gerufen und es ist was passiert. Deswegen, dieses Thema machen wir ein bisschen weiter. So, kommen wir jetzt einmal zu den Seiten, die sich überwiegend an Frauen richten. Ich hatte es ja auch am Anfang schon mal gesagt, nicht jede Seite, die sich nur an Frauen richtet, richtet sich auch nur nach Frauen. Da diese Seiten am längsten schon bestehen und halt am größten sind, fächern die aus und haben auch mehrere Felder. Wir fangen hier einfach mal an mit dem Gewalttelefon, Gewalt gegen Frauen. Ja. Wir fangen hier an mit dem Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen. Das ist das größte Netzwerk, was wir momentan haben, was um Beratung ist. Es wird auch hier, wie ihr seht, vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, die arbeiten damit zusammen. Und wie gesagt, das ist so das größte Hilfetelefon, das wir halt spezifisch für Frauen haben. Auch hier kann man sich als ja, Mitglied der LGBTQ natürlich auch mit dran melden. Wir haben, wie man schon in der Hilfetelefon sieht, wir haben eine Telefonberatung, es gibt auch eine Online-Beratung. Das Schöne auch hier, ich hatte es ja schon mal bei der Kinder gesagt, auch hier haben wir mehrere Sprachen, ganze 18 Sprachen sind vertreten. Wie bereits gesagt, es ist halt immer schöner, wenn man sich in seiner Landessprache gerade über Probleme und Emotionen unterhalten kann. Das lässt sich halt einfach so viel besser erklären und ja, rüberbringen, wie man das halt in der Fremdsprache kann. Deswegen ist das schön. Aber auch die Gebärdensprache und eine leichte Sprache ist vorhanden. Also ist hier die Grenze sehr gering, einfach mal anzurufen und nach Hilfe zu fragen. Auch wenn es nur eine Frage ist oder ihr braucht eine Beratung, ihr seid euch nicht so sicher, was los ist. Ihr könnt die immer wieder fragen, wenn es irgendwas ist. Egal bei welchem Problem, die Leute sind dafür da, dass sie euch zuhören. So, die nächste Seite ist der BFF, der Frauen gegen Gewalt e.V. Der arbeitet sehr stark auch mit unserem bundesweiten Hilfetelefon zusammen, hat aber noch ein paar separate Angebote. Zum Beispiel einmal eine Selbsthilfe. Wenn man halt Kontakt zu anderen Frauen haben möchte, die das gleich erlebt haben, einfach um Gleichgesinnte zu finden, gibt es hier ein paar Anlaufstellen und einfach mal eine Anlaufstelle oder vielleicht einfach sich austauschen kann mit Leuten, denen es genauso geht. Es kann vielen helfen. Ich selbst bin ein Freund von Gruppentherapie. Mir tut das richtig gut, einfach mal mich mit Leuten zu unterhalten, denen es genauso geht. Wäre hier eine Möglichkeit, dass man sich da an diese Stellen wenden kann. Und es gibt eine Funktion für Hilfe vor Ort. Die finde ich auch ganz gut. Da kann man die Postleitzahl eingeben und extra suchen für verschiedene Beratungsschwerpunkte. Alles Mögliche. Hier ist Mobbing dabei, Stalking haben wir, sexuelle Gewalt, Essstörung, alles, was man so an Problemen haben kann, kann man hier eintippen und sich halt eine schöne oder eine naheliegende Stelle suchen, wenn es denn eine gibt in einer Nähe. Finde ich mal eine coole Sache, wenn man halt auch so gerade gegliedert nach bestimmten Sachen suchen kann. Das ist ja wirklich digitale Gewalt, Zwangsverheirung. Das gibt es für jedes Thema, gibt es hier irgendwie einen Unterpunkt. So, die nächste Seite, die ich euch zeigen möchte, ist einmal der Frauenhauskoordinierung. Die setzen sich jetzt primär für Politik ein. Also die setzen sich halt in der Politik für misshandelte Frauen und Kinder ein. Die haben aber auch bei Hilfe gegen Gewalt auch eine kleine Karte, in der man sich halt Beratung und ein Frauenhaus suchen kann. Das kann man dann halt auch hier wieder den Ort eingrenzen, einfach, dass es erreichbar für einen ist, mit Postleitzahl, Ort, Umkreis, dass man da einfach mit Bus, Bahn, Auto hinfahren kann, ohne dass man halt quer durch Deutschland tingeln muss. Gerade für eine Beratung ist es doch wichtig, dass es halt direkt in der Nähe ist. Beim Schutzhaus kann es sogar von Vorteil sein, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Kann aber nicht jeder erreichen, muss man schauen. Dafür sind halt diese Karten da. Noch gleich vorweg gilt dann auch gleich für die nächste. Diese Orte hier, das sind nur so die ungefähren Angaben. Das ist hier irgendwo, was ist das hier? Das haben wir erwischt, Magdeburg. Irgendwo hier, so in dem Umkreis, ist irgendwo das Haus. Die genaue Adresse ist anonym. Das ist jetzt einfach nur mal so ein kleiner Punkt, um zu zeigen, die sind meistens ziemlich mittig von dem Stadtteil oder von der Stadt platziert.
Einfach um zu zeigen, da irgendwo, hier irgendwo in Magdeburg ist eine Anlaufstelle für Beratung oder ein Frauenhaus. Die genaue Adresse ist anonym, einfach zum Schutz, soll auch anonym bleiben, dass halt da einfach keiner so schnell hinkommt. Man kann auch hier nochmal extra suchen, ich brauche eine rollstuhlgerechte Unterbringung, eine sehbehindertengerechte Unterbringung, auch für Hörbehinderte ist was da oder auch für kognitive Beeinträchtigungen. Findet hier alles, man hat auch hier verschiedene Fachkenntnisse, Rassismus, LGBTQ sind natürlich auch hier dabei oder Begleitung von Frauen mit Behinderung, alles Mögliche kann man hier ankreuzen. Was wird denn genau jetzt gebraucht? Oder wann braucht man eine Aufnahmemöglichkeit von Kindern? Von älteren Söhnen, Frauenpflege und so weiter. Ist alles dabei. Ups, das war so nicht geplant, egal. Kommen wir jetzt hier weiter zur bundesweiten Frauenhaussuche. Auch wenn hier Frauenhaussuche steht, ist die Seite für alle da. Die ZIF, Zentrale Information für autonome Frauenhäuser. Der primäre Hauptpunkt liegt halt immer noch auf den Frauenhäusern. Das sind halt die Stellen, die halt überwiegend da sind. Es waren auch die Stellen, die als erstes da sind. Die haben jetzt aber sehr stark nachgezogen und haben halt auch Angebote für Männer. Hat man hier auch verschiedene, hat man hier verschiedene Zeichen, wo man auch hier sieht, hier mal sieht man, hier haben Hilfe mit Rollstühler, hier haben Suchtberatung und halt bis zum 18. Lebensjahr dürfen auch Männer hier sein. Wir haben aber auch Stellen, wo man halt als Mann hinkam. Hier, guck mal, hier ist eine mit Männer, hier ist eine mit, kommt auf das, ist halt Einzelfälle betrachten. Da kann man dann halt auch als LGBTQ, als Mann sich dran melden. Das gilt für alle. Frauenhäuser sind halt die Hauptthemen, weil die waren halt so als erstes da. Und es sind auch die, die am meisten immer noch gesucht werden. Aber sie ziehen sehr stark nach in allen anderen möglichen Richtungen. Auch hier hat man wieder die Möglichkeit, Postleitzahl einzugeben oder ein Bundesland, Umkreissuche, Sprache kann man hier eingeben, ob Söhne dabei sind, Haustiere dabei sind, ob es irgendwie eine andere Sache gibt, wir wollen hier ein Frauenhaus direkt, eine Schutzwohnung direkt oder mit Kindern, mit Sehbehinderung oder alles Mögliche kann man hier eingeben und was finden. Hier hat man eine Aufnahmemöglichkeit ohne Angabe, keine Aufnahme. Wenn man sich halt hier für irgendwas entschieden hat, bekommt man hier unten dann ein oder mehrere Adressen raus, bei denen man sich dann melden kann, telefonisch, per E-Mail und halt natürlich mit dem Bildchen, um einfach nochmal zu gucken. Hier guckt man, da kann man mit Rollstuhl reinkommen. Hier auch, da kann man eventuell sogar mit Tieren kommen. Man kann das hier ausklicken, komm, und gucken, was heißen diese ganzen Symbole. Ist alles schön da. Ich finde die Seite auch echt schön gemacht, schön übersichtlich und man hat halt meistens, wenn man halt gerade in der Nähe von der Großstadt wohnt, halt doch sehr viele Eintragungen und es lässt sich schön sortieren. Das ist halt schon, wie man sieht. Hier keine Aufnahme mehr möglich, sind hier ein paar rote. Hier unten ist ein bisschen was Grünes, bei den anderen ist auch ohne Angabe. Viele geben auch keine Angabe. Wie gesagt, es ist schon sehr stark gesucht. Ist auch leider immer noch das Problem, sei es jetzt für Frauen oder für Männer, die ganzen Schutzhäuser, Frauenschutzhäuser, Männerschutzhäuser, es sind zu wenige da für die Menge an Menschen, die es sind. 70% von den ganzen Häusern, sowohl Männlein als auch Weiblein, sind belegt. Wir brauchen mehr Schutzhäuser, wir brauchen mehr Schutzhäuser für Frauen, mehr Schutzhäuser für Männer, mehr Schutzhäuser für LGBTQ. Das ist ja eine Sache, die immer da ist, die ist immer, ja, immer in Gebrauch. Ist leider so, dass viele Leute viel Hilfe brauchen, aber nicht so viel Hilfeangebote gibt. Drücken wir die Daumen, dass hier unsere Vereine wie Frauenhauskoordinierung sich dafür stark einsetzen, dass es halt einfach besser wird. Ist schade, dass so viele Hilfeangebote gebraucht werden, so viele Schutzhäuser gebraucht werden. So, jetzt sind wir die Frauen durch. Jetzt kommen wir nochmal zu den Männern. Hier haben wir auch ein paar Vereine. Die sind jetzt überwiegend kleiner, weil die gibt es noch nicht so lange, weil das war jetzt lange noch nicht so ein großes Thema. Kommt jetzt aber mehr und mehr. Auch gut so, weil auch Männer sind Opfer von Gewalt, sei es jetzt Gewalt in der Beziehung oder Gewalt untereinander. Hier gibt es auch eine Koordinierungsstelle für den Männerschutz. Auch hier gibt es Kontaktdaten, die man sich anschauen kann. Auch hier gibt es eine Suche. Noch nicht so feingliedrig, wie es zum Beispiel hier bei dem ZIF ist, weil der Feind ist schon ein bisschen länger unterwegs, der weiß schon ein bisschen länger, was er tut, hat auch mehr Möglichkeiten. Aber auch hier gibt es Hilfe, Angebote für Männer. Beratungsstelle, Männerschutzwohnungen und halt geschlechtsunabhängige Schutzwohnungen. Das ist alles vorhanden. So. Die nächste Anlaufstelle ist das Männerberatungsnetz. Ist eine Beratung für junge Männer und Väter. Alles Mögliche wird von dieser Seite abgedeckt. Auch hier
gibt es eine wunderschöne Karte mit den verschiedensten Anlaufstellen für Beratung und Hilfe, je nachdem, was das Problem ist mit der Sexualität, Gesundheit und Pflege. Vielleicht ist irgendwas schief mit den Kindern oder mit der Ehe, das funktioniert nicht. Oder vielleicht eine Vaterschaftshilfe braucht. Es gibt generell eine Krise oder Gewalt und vielleicht wird man halt von seinen Arbeitskollegen gemobbt oder Probleme im Alter gibt es hier. Auch für unsere queeren Leute gibt es eine homosexuelle Hilfe oder halt queere Lebenhilfe. Queeres Lebenshilfe. Oh, Deutsch ist scheiße. Oder Migration. Also hier gibt es auch verschiedene Themen, auch Obdachlosigkeit. Hier gibt es die unterschiedlichsten Anlaufstellen für verschiedene. Hier hat man meistens dann eine Telefonnummer, die man dann anrufen kann, um halt passende Beratung zu bekommen. Je nachdem, was man so braucht. Ich finde aber diese Seiten mit den Karten immer ganz schön, dass man da einen Überblick kriegen kann. Und natürlich gibt es auch ein extra Hilfetelefon für Gewalt an Männer, quasi das männliche Äquivalent, wie das Hilfetelefon für gegen Gewalt für Frauen ist, haben hier auch ein passendes männliches Äquivalent für Gewalt gegen Männer. Das ist diese Telefonnummer, schön in ihren Orange gehalten. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, Beratung via Telefon mit Zeiten, sofort Text, Chat ist vorhanden oder eine E-Mail-Beratung. Die Stelle, die man sich halt melden kann, wenn Männer ein Problem mit Gewalt haben, sei es jetzt die häusliche Gewalt, Gewalt auf dem Arbeitsplatz oder Gewalt in der Nachbarschaft, jegliche Art von Gewalt. Sei es jetzt auch physikalische oder emotionale Gewalt, psychische Gewalt, alles das hat man hier einen Anlauf gefunden, kann sich hier dann halt mit seinem Problem hinwenden und die Leute hier helfen dann einem weiter, wohin man jetzt mit seinem Problem geht, was jetzt eine Möglichkeit wäre, um einfach Hilfe zu bekommen oder halt einfach Beratung zu bekommen, wie es denn weitergeht, wie man sich denn helfen kann. Und damit haben jetzt auch die Männer erstmal abgeschlossen. Wir gehen jetzt erstmal zur Diskriminierung über. Da haben wir auch noch eine kleine Anlaufstelle. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auch hier gibt es eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Man kann sich hier sehr viel durchlesen und hier kann man dann halt auch telefonisch anrufen für eine Beratungsstelle. Montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr kann man die Leute anrufen. Man kann aber einfach einen Termin ausmachen über halt E-Mail. Und bei Diskriminierung kann man sich auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Ist auch eine Anlaufstelle, da können wir unter Beratung unsere Beratungsangebote. Und dann kriegt man hier ein paar Infos. Man muss hier dann halt ein Kontaktformular ausfüllen und das dann halt an die richtige E-Mail-Adresse schicken. Man hat auch hier eine Postanschrift. Man hat auch hier einen kleinen Check. Handelt es sich überhaupt im Diskriminierungscheck? Ist vielleicht ganz spannend, wenn man das dann halt an beispielsweise seinen Arbeitgeber, seine Lehrer oder je nachdem, wer halt da zuständig ist, mal weitergibt und mal ein bisschen zum Denken anregt, weil manche haben da so ein bisschen Pech beim Denken und verstehen es nicht so ganz, dass das, was sie tun, auch Diskriminierung ist. Manche sind da nicht ganz so schnell mit dem Kopf. Haben das noch nicht so ganz mitgekriegt. Die brauchen manchmal so einen Wink mit dem Zaunpfahl. So. Und natürlich habe ich noch eine Seite für alle unsere queeren Leute. Und zum Abschluss habe ich es versprochen, habe ich nochmal eine Anlaufstelle für alle meine LGBTQ-Freunde. Das gibt das Regenbogenportal, das ist auch direkt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seine Anlaufstelle mit verschiedenen Angeboten, gerade zur Beratung findet man hier einiges, hat man auch wieder hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu suchen. Eine generelle Beratung, man hat ein Freizeitangebot, es gibt auch hier Thema für Lesben, für Schwule, für Bisexuell, Transgender, alles vorhanden. Auch die Zielgruppe kann man hier raussuchen aus Bundesland, um einfach eine Anlaufstelle zu finden für ein Thema, das einen gerade beschäftigt. Auch hier kann man das natürlich auch innerhalb eines Umkreises suchen. Und es ist eine schöne Anlaufstelle, die mir jetzt empfohlen wurde, hier von meiner Reha, halt, die sich spezialisiert für alle Leute, die dem queeren Spektrum zugehören. Kann man sich natürlich hier melden. Es gibt natürlich auch viele, viele, viele kleinere Sachen, aber ich wollte jetzt erstmal die größeren Sachen vorhanden bringen. Wie gesagt, das wird teils sonst sehr, sehr viel. So, und damit sind wir jetzt erstmal alle durchgegangen. Wie gesagt, es gibt natürlich viele, viele andere Vereine, gerade kleinere Vereine, die halt stadtgebunden sind oder bundeslandgebunden sind. Die habe ich hier nicht mit reingenommen, aber auch die lassen sich mit einer Google-Suche ganz leicht finden. Alle die Seiten, die ich euch gezeigt habe, habe ich unten in der Beschreibung verschickt. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, keiner von euch muss eine dieser Seiten besuchen, weil er wirklich Gewalt erlebt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Tschüss!